Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ratchet & Clank Rift Apart. Und mein Name ist Frido und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenigstens wird das hier eine unkomplizierte Mission. Ich kenne ja deine Dimension nicht, aber hier läuft nie irgendwas nach Plan. Improvisieren lernt man hier lieber ganz schnell. Ich besitze auch Improvisationstalent. Tja, kann kaum erwarten, das zu sehen. Heftige Antwort drauf. Reparieren wir das Phasenquarz. Hoffentlich ist der Flicker so gut, wie die Mons behaupten. Ja, hoffe ich auch. Erfahrungspunkte sammeln. Die Brücke scheint aus Betrieb zu sein. Bestimmt ein Überfall. Meistens ziehen solche Orte Banditen magisch an. Oder Piraten. Spielen mit Weltraumpiraten wäre auch cool. Verzeihung. Weiß hier jemand, wo wir den Flicker finden? Ich schätze, sie sind vorsichtig. Oh, es fehlt immer noch was. Hey, ich sehe gar nichts. Hey, was soll das? Wegen dem Ding hier. Das gibt's doch gar nicht. Sieh dich gerne um. Es ist immer direkt davor. Oh, es ist dumm. Neue Touristen? Oh, willkommen auf dem Juwel unserer Galaxie. Bitte seid willkommen. Wusstet ihr, dass Bolonot auf Schrottisch Paradies heißt? Ist der Flicker auf diesem Planeten? Das ist er definitiv. Toller Typ, der Beste und Single, falls einer von euch interessiert ist. Man sagte uns, er könne Phasenquarz flicken. Phasenquarz, Blasenquarz, jedes Quarz, einfach alles. Aber, wir hatten Ärger mit Piraten und er sollte helfen, weil er, naja, so groß ist. Aber nach ein paar Tagen voller Kämpfe ging er einfach kaputt. Vielleicht können wir ihn reparieren. Ihr seht aus, als schafft ihr das in einer Molonot-Minute. Aber der Weg zu ihm wurde beim Piratenangriff zerstört, also braucht ihr einen Schleuderschuss. Oh, und ich habe einen in den Schmelzgruben davon gesehen. Glückspilz. Ja. Ja. Glückspilz nennt er uns. Wenn das hier vorbei ist, gehen du und Ratchet in die Lombax-Dimension? Möglich ist es, aber Ratchet ist unsicher. Vielleicht hat er Angst, dass... Moment, Angst? Wieso Angst? Es ist... Ha, ja. Hey, wenn er nicht gehen will, komme ich mit. In eine neue Dimension. Querschläger Level Up. Das ist aber eine sehr anstrengende Waffe, weil man immer so oft drücken muss. Okay, aufgebraucht. Die will ich jetzt endlich mal auf der höchsten Stufe haben, die Waffe hier. Braucht ganz schön lange, bis sie ein paar Level aufsteigt. Jenseits der Schlucht sind die Schmelzgruben. Vorsicht! Wow. Einfach angehalten mittendrin. Wie manch einer auf der Autobahn. In einer Schmelzgrube würde ich einen Schleuderschuss nicht erwarten. Ich vermute, das hat etwas mit der jüngsten Rückrufaktion zu tun. Irgendwas wegen gebrochener Rückrate? Oh je. Lässig! Da ist ein Spalt! Läuft. Wie war das, ha? Sehr beeindruckend.
Es nimmt kein Ende. Da kommt ein Sprung. Oh je. Wow. Dynamisch. Scheint mir überaus gefährlich. Einfach festhalten. Ach, es geht direkt zu den Schmelzgruben. Ich dass das jetzt noch funktioniert hat. Reflexe wie ein Lux. Kin, der Spiel. Oh, wieder Weltkampfpirat hieß. Das ist Pierre. Doch Pierre, seine Leute. Jetzt plündern wir los, die Zerstörung wird groß, denn das Ende des Flickers ist da! Seht her, Matrosen, ein nützliches Ding! Mir schwant, es könnte die Lösung bringen! So hat das Schicksal uns also wieder vereint! Ma petit, Rivet! Das Schicksal liebt es wohl, dir in den Hintern zu treten! Aha! Uhu! Piratenkumpane, Angriff! Ja, ich bin nicht euch, meine Freunde. Die plündern Schrott. Und wir haben Schilde. Den Schleuderschuss nicht bekommen. Vielleicht sollten wir diese Anhöhe hier nutzen. Gute Idee. Die Schilde sind ein Problem, klar. Wir wohl werden. So leicht! Bist du mit unser erster Mann? Alle Mann los! Ich bewundere deinen Kampfstil, Rivet, aber du hättest ihn... Hast du ihn totgequatscht, oder was? Das würde ich mir gerne anrechnen, aber nein. Der Grund für seine Gebrochenheit ist mir ein Rätsel. Doch ich genieße seine Abwesenheit. Was mache ich denn da am besten gegen diese Schilde? Ich hab nichts dagegen. Das waren alle. Runter mit dem Schleuderschuss. Den Schleuderschuss. Jetzt nur noch die Kluft voller Piraten überwinden und den Flicker finden. Oh, wow. Mein Rücken. Ahoi. Stellt euch nie plündernden Piraten in den Weg. Macht ist auch wieder bereit. So Simpson, Bart Simpson Stimme. Irgendwie nur auf anders als. Schade. Keiner der Jungs hat getroffen. Fast nur aus Schrott bestehen. Was suchen Sie dann hier? Ein Schrottplanet ist ideal, um Schätze zu finden. Ein Schatzschrottplanet. Schmetter, Schmuck. Noch mehr? Wie viele Piraten habt ihr? Vielleicht hilft es, sie zu beseitigen. Andererseits kommen wir ja ganz gut allein zurecht. Wir wurden Achtung! Wow. Bisschen Partypilz, bisschen Querschläger. Wieso kommst du mir immer in die Quere? Schon mal überlegt, dass du mir in die Quere kommst? Bohund. Sprinkler. Du liest diese Geschichte. Alle, 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 Freunde! Partyfels nochmal da oben, bisschen Gewächs nochmal da oben und normale. Nee, Blitzwaffe ist wieder verfügbar. Also. Schilde nicht aufstehen!
tatsächlich. Langweilst du dich, Rivet? Wie wär's mit einem neuen Ghostbuster? Ein neuer Jump hier. Werden wir etwa tanzen? Nein, tun wir nicht. Heiköder! Ja, das wird den Sturm, mein Freund. Das fällt auf jeden Fall gut, meine Erfahrungsleistung. Du brauchst dir über keine Platte laufen. Ich werde dein Ende sein. Das passiert nicht nochmal. Okay. Doch lieben. Das hast du davon, wow. Wenn du Querschlägermodus bestehen willst. Euch bestehen? Das hat mir nicht gefallen. Shit. Er wird langsam mürbe. Du wirst mich nicht versenken. Querschläger auf Level ist richtig heftige Sisyphus-Arbeit. Guck mal, wie lange ist er da angreift. Dann muss ich den erstmal so normal auf Level setzen. Das hat einfach so keinen Sinn. Die Angriffe sind viel zu lame. Geschafft. Ein Bohrhund hat auch noch ein Level erreicht. Unser Führungsschiff ist verloren! Zerstört es jetzt! Wir essen die Ausgaben! Bist du sicher? Oui! Oh, dann fallen sie wieder Sachen auf uns ab. Ich schlage vor, wir gehen von Bord. Vorschlag angenommen. Ja! Mitten in den Schrotthaufen mit dem Gesicht voran. Nicht schlecht, Boats. Von Piraten habe ich aber erstmal genug. So ist die dumme Kiste auch nicht mehr vom Kopf. Davon habe ich noch eine Menge. Heiß klingt, da will ich das Video jetzt sehen. Oh shit, Mann. Oh, das ist auch ziemlich cool. Shit, Mann. Will ich das auch haben? Da sind mir die Handschuhe, ich gesagt habe, die Handschuhe zuerst. Okay. Verbessere das böse Mädchen, um mehr Aufrüstungen zu erhalten. Das ist interessant. Ah, ich denke, das ist ganz gut so. Wir können den Schleuderschuss jetzt benutzen. Wow! Ich gebe zu, dass der Flicker ein Riesenroboter ist, hatte ich nicht erwartet. Wenn er nicht gegen Piraten kämpft, ist er ja vielleicht ein sanfter Riese. Untypisch für Riesenroboter, aber
Warten wir es ab. Schaffen es meine Viecher? Schaffen es nicht. Herr Lombax, ihr sagt, sie hat vor, den Splitter zu flicken. Also, beschert ihr einen rasch Tod. Dass wir unser Schiff versenkt haben, wirst du bezahlen. Mach das war eure Entscheidung, natürlich. Herr Lombax kommt dem Flicker gerade einfach zu nah. Benutzt den Spaltstrahl bei den Spalten für einen neuen Angriffsweg. Aha, dachtest du etwa, du könntest so leicht entkommen? Immer her damit, Pierre. Ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mit mir kämpfst. Als ob er das hier machen würde. Wie leicht wird euch zu versenken. Aber es ist vergebens, die Flieger zu flicken. Hast du etwas gesagt, Pierre? Ich höre gar nicht mehr zu. Was sie überhaupt abgeben, das ist so verrückt. Was für ein Kampf gerade stattfindet. Einfach meine kleinen Viecher gegen alle anderen. Totales Chaos. Schon ein Stufenaufstieg. Perfekt. Das lobe ich mir. Den Versagern in einen Topf. Ich bin nur das Gesicht der Operation. Oh, echt viele Gegner gehabt. Aber mit den verrückten Waffen, die ich jetzt mittlerweile habe, ist es eigentlich aushaltbar. Kann ich das machen? Vielleicht versteht Pierre den Hinweis jetzt. Meiner Erfahrung nach, er nicht. Der Flicker ist erledigt. Nicht so winzige Rotte. Er ist auf jeden Fall nicht so stark gefühlt gerade. Eine Ehre, dich zu erledigen. Dein zotteliger Pelz wird Pierre nicht vernerven. Oh, das ist nicht gut, ich bin nicht leben. Die hier und dann gehen wir hier rauf. Und dann Todeshandschuh, Todeshandschuh, Todeshandschuh. Macht kleine Männer. Alter, was geht hier gerade vor sich? Jetzt sehen. Was ist, wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Ah, alle Mann soll formieren! Schon smooth gemacht hier. Wie genau flicken wir den Flicker? Wir müssen ihn wohl erst einschalten. Wurde er wegen seines Defekts ausgeschaltet? Ha! Das muss der Einschalter des Flickers sein! Hallo? Bist du, okay? Nein. Ich bin kaputt, wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden.
Alter. Gruselig. Wenigstens sind die Piraten erledigt. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Oh, das wird auf jeden Fall ein cooles Abenteuer jetzt. Er reißt hier alles nieder. Schrott, voraus! Konzentration. Nutzlos und vergänglich. Zerstörung ist unser Normalzustand. Was? Ist er jetzt der Brecher? Noch ein Gebrochener! Du musst deine Gebrochenheit akzeptieren! Boah. Spricht er gerade über mich? Wegen deines Arms? Hör nicht auf ihn, Bo! Ach so, wegen dem Arm. Wenn du gebrochen bist, bin ich's auch. Und ich finde uns ziemlich cool. Hast du eine Idee? Denn mir fällt es schwer nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Ich arbeite daran. Stürzt ein. Toll. Reparieren ist Erleuchtung. Doch ich verdiene keine Erleuchtung. Alter, ist der Psycho. Weisheit. Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Nein. Sorry dafür. Ich bin unflickbar! Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen! Oh je! Alter Schwede, was geht hier noch vor sich? Alles fällt auseinander! Aufhören, bitte! Hatte mich! God of War, so. Ich bin repariert. Was machst du denn da? Improvisieren. Ich mag anders sein als vorher, aber dank dir weiß ich, ich bin immer noch Clank. Ich bin sehr erleichtert. Als die Volade mich um Schutz baten, hat mir das die Augen für wirklich sehr viele kaputte Dinge geöffnet. So viele davon. Und das hat dich erschüttert. Doch jemand anderes flicken zu können und zu sehen, dass noch nicht alles verloren ist. Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Vielen Dank. Ihr habt gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Okay, Psycho. Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Sorry, Moment. Wir sind verbindlich, Schatz. Neben Todesei steckt ein zusätzlicher Agent. Das ist wahr. Willst du schon? Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Oh, shit. Danke, Rivet. Leute, was war das? Kehren wir zum Schiff zurück, okay?
Ja. Ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, eine neuen Dimension. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich jetzt zu blöd? Okay, ich glaube ganz normal. Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du. Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Danke, Rivet. Oh, das war anscheinend der falsche Weg, aber... Roboter gefunden und... ein paar Kristalle. Wieder ein Kristall. Dann ist auch das Raumschiff, also geht's da so lang. Was ist jetzt mit dir? Was stimmt denn mit der Roboterfrau hier nicht, Mann? Wenn ich was bei ihr kaufen möchte, dann geht es nicht. Was ist das hier? Ach, da bin ich gerade, das zeigt es an. Chillig. Gehen wir mal dahin. Hi, auf jeden Fall die Kampfarena machen. Was machst du da? Nichts. Denk nur dran, den Dimensionator zu bauen und die Universen zu retten. Bist du nervös, Ratchet zu treffen? Was? Ja, ein bisschen. Er ist sehr nett, versprochen. Und sobald wir den Dimensionator gebaut haben, hilft er uns, Dr. Nefarius zu finden. Okay. Da war ich noch schon drin, oder? Ich schätze, unser Abenteuer geht zu Ende, Boats. Ihr zwei und Dr. Nefarius werdet schon bald in eurer eigenen Dimension sein. Aggressoren sind zum Kauf erhältlich. Was zur Hölle? Eine Waffe, deren Zerstörungsfähigkeiten nur von ihrer Einfachheit übertroffen werden. Zieh den Feuerabzug. Er feuert eine Rakete. Zieh ihn erneut. Er feuert noch eine Rakete. Aber was passiert, wenn du ihn ein drittes Mal abfeuerst? Er feuert eine weitere Rakete. Kaboom! 30.000, Mann. Komm wieder, wenn du mehr Zucker brauchst, Sweetie. Alter, die Waffen, die werden immer verrückter. Was passiert denn? Ach, Italien. Mess aus. Was? Hey. Hey. Ja, hi. Ich hab Clank. Oh, Kumpel. Mir geht's gut, Ratchet. Wirklich. So langsam gefällt mir mein neuer Look. Fürs Protokoll, ich hab ihn so gefunden. Ach komm, als würdest du Clank wehtun. Schließlich bist du irgendwie ich. Warte. Genauso gut könntest du auch ich sein. Na, ich meine, im Ernst, ich... Du weißt gar nichts. Sexuelle Belästigung. Oh, sorry. Rivet, das ist... Kit. Ich hab mich darauf gefreut, dich kennenzulernen.
Ich mich auch. Nee. Dann beseitigen wir wohl mal dieses Chaos. Cool. Möchtest du, Warum treffen die sich eigentlich dort? Dr. Nefarious, liebt mich diese Dimension oder was? Meine Probleme kommen ganz von selbst zu mir. Wie oft hast du den besiegt? Nicht oft genug. Darf ich mal? Aber gern doch. Was soll denn das? Jetzt kämpfe ich gegen ihn. Es fliegt in Alter! Okay, warte mal, pass auf. Shit! Ach, wie mächtig ist der denn? Shit, der ist echt stark. Der ist auch noch schwer zu treffen, weil er so dünn ist. Gut, dass ich in dieser Dimension nicht verliere. Boah. Oh, endlich Blitzer bleibt Level 4. Ihr haltet euch für tat. Ich mach euch Feuer aus dem Hintern. Oh nein. Wieso sind Lombaxe genauso anpassungsfähig wie unaufstieg? Jetzt verliert endlich! Alter, was macht denn der? Das Trottel. Sieht nicht gut aus. Ich hab alles im Griff. Ist alles gut? Was hast du mit dem Imperator gemacht? Ich hab den Typ nie gesehen. Denn ich bin leer. Ach, als ob du wie auf den Hinten heimlich angreifst. Oh shit, ey, der ist stärker als gedacht. Hätte eure Geschütze. Weder du noch Ratchet noch Shit! Bin ich da? Was das auf deinem Rücken ist, wird mir meinen neu gefundenen Ruhm wegnehmen. Hotty Pilz. Mist. Schwieriges Publikum. Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel? Oh nein. Also kämpft wer hier für mich? Oh, war Grunthor. Sind wir auf Sargasso? Ja, hier komme ich her. Lustige Geschichte. Moment, ich muss mich oh Mann, ich bin gegen die Wand gelaufen. Fuso! Als wäre ich keine Bedrohung. Oh Mann. Dass der zuerst verliert, damit habe ich nicht gerechnet. Mann, jetzt ehrlich, schau dir das mal an, was für Fähigkeiten der hat. Also gut. Was ist das für ein Angriff jetzt von ihm, bitte? Wow. Es reicht. Ich werde
euch ins Herz einer Supernova schicken. Au, 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 au. Supernova! Wieso sind die Knöpfe nicht verdriftet? Du hast viel durchgemacht für ein kleines bisschen. Macht, huh? Ich kann es so nicht. Ja. Shit, Mann, er ist heftig. Und mit. Er ist nicht bald abhaut, dann bin ich gleich vernichtet. Normale Pistole. Oh, gerade noch geschafft. Ey, krass, der war echt eine Herausforderung. Und der schaut ganz heftig aus. Wow, was für ein Kampf! Ist der Spaß schon vorbei? Kommt schon, Applaus für Rivet und ihren ersten Sieg! Ich wünschte, ich hätte früher hier sein können, aber ich kann mit Freude verkünden, dass ich alle meine Gegner neutralisiert habe. Ausgenommen Captain Quantum und, egal. Als ich hörte, dass der Rebellen-Lombax gegen mich kämpft, da musste ich... Zusehen, wie jeder deine Niederlage feiert? Wer feiert denn hier? Meinst du die? Nein! Go! Warte! Ich bekämpfe Rebellen schon seit Jahren! Ich helfe dir, sie auszulöschen! Ah, mein seltsamer Fan möchte mir helfen! Wie verlockend! Gestalten wir es interessanter! Ein Handspiel vielleicht? Er will nach Sargasso! Ich muss vor ihm da sein. Wir kommen mit dir. Ratchet, wir müssen Quantum finden. Er ist der letzte Rebell auf der Liste. Reist nach Adolis und sucht Pierre. Er bringt euch zu ihm. Moment. Wenn wir gegen den Imperator antreten, sollten wir möglichst viele Ressourcen sammeln. Du hast recht. Vielleicht sollten wir vor dem Aufbrechen in die Arena. Ist das? Als sich der Staub nach dem Vernichtungsderby auf dem Planeten Krang lichtete, entdeckte Klein Zirkon die Reste unseres Stars auf einem Schrotthaufen. Auf mit dem Männer! Ah ja. Fährt das Ding auch noch hin und her. Haben wir noch was? Partypilz. Das sollte eigentlich ganz gut gerüstet sein. Läuft. Bleibt geschmeidig.
Muss ich den nächsten? Ja. Kommt her, kleinen Viecher. Mach mal fertig. Energiebegrenzer überdrücken. Jetzt kann ich nichts mehr aufhalten. Das ist ein Bohrhund. Oh. Das sind aber echt viele Gegner, muss ich zugeben. Und das ist noch das einfache Level, ne? Säure-Sprinkler. So. Oh, keine Money mehr. Geheimwaffe, hoppala. Und gegen die Waffe haben wir einfach keine Chance. So stark. Aber hätte auch leider schnell die Munition aus. Sieg! Das nächste ist, besiege 4 Gegnerwellen mit dem Aggressor. Ist der Aggressor nicht die Raketenwerfer? Den habe ich noch gar nicht. Nein, no, habe ich doch gar nicht. Ja, Munitionsmangel. Immer diese Munitionsmangel. Und auf der anderen Seite dann brauche ich die Munitionskiste. Jetzt kann ich hier ein bisschen ballern. Boing, rüber und kaputt. Okay, ich merke schon, das ist schon krass hier. Und vor allem, weil man zu wenig Munition hat, momentan. Frag mich, ob das einen Unterschied machen würde, wenn mein Raketenaggressor aufgerüstet wäre. Weil ich hab ihn ja eigentlich noch gar nicht. Oh,
schon krass abgehen, ne? Ich hoffe, das schaut auf jeden Fall spektakulär aus. Wow. Halte Spiele. Okay, schießen. Oh, schnell, 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 schnell. Okay, komm her. Selbst die kleinen Gegner sind dann auf jeden Fall herausfordernd. Wow. Das kommt Welle 4 und danach noch Welle 5. Und Welle 4 war schon echt heftig jetzt. Erste Stufe aufgestiegen, geil. Leben. Mist. Soll ich das jetzt noch machen? Freundlich alle. Oh, hat so Con Junior das gesehen? Ich schieße. Mist. Wow, höchste Anspannung, ey. Ohne Witz. Jetzt habe ich ihn geschafft. Wow. Boah, das ist ja voll der Rinderwahnsinn. Das giftige Gas 50 Schädlinge. All diese Viecher erledigen! Vernichte ihre abscheulichen, viel zu komplizierten Körper! Okay, nix. Ja, das nächste ist erstmal Pfadpilz. Dann kommt die Kleinfüchele. Mich das supporten können. So, und dann kommt. Was kann ich noch gut einsetzen, damit es überall hinfliegt? Brauchen wir eigentlich. Läuft bis jetzt, denke ich, ganz gut. Partypilze sind weg. Hab ich noch mal ein davon und ein paar Sprinkler noch. Gut. Richtig gezählt. Es sind noch fünf. Geschafft. Danke, Freunde. Wie viele. Aber was ist das für ein Gegenstand?
Ultrons Lieblingsmusik sind gefrorene Glimmer-Aliens, die mit dem Hammer zermatscht werden. Also, einfrieren und zuschlagen! Das alles. Shit, shit, shit. Okay, nur zu mehr. Ja, stimmt. Ich kann einfach durch die durchfliegen dann, oder? Das geht doch bestimmt. Nee, es geht eigentlich doch nicht. Was? Stufe 6 plus? Können jetzt die Waffen wieder noch höhere Level erreichen, weil das habe ich nämlich so in Erinnerung gehabt. Perfekt. Kistenbrecher mit. Ah! Ein Upgrade. Dafür hat sich das gelohnt. Besiegen Sie den Suchfüßler. Das war doch das mit dem Rennkäfer, glaube ich. Zu eurem Vergnügen. Der biomechanische Vater des berüchtigten Suchfüßlers von Sargasso. Ja, der ist kein Thema. Applaus für den Puppet! Der Feind! Mit meinem Waffenarsenal mittlerweile ist es echt kein Thema mehr, der Gegner. Was könnte ich noch machen? Ich könnte noch ein bisschen hier von hier machen. So, jetzt können die Hunde auch angreifen, das ist super. Ein paar Bombies. Ja, was ist jetzt passiert? Bleiben. Ich liebe dieses Chaos irgendwie und trotzdem ist das Chaos noch komplett überschaubar. Ich schau gerade auf die Erfahrungsleiste von dem Verschläger hier oben rechts. Vielleicht müsst ihr das Level erreichen, neues. Komm schon, Verschlägi. Jawohl. Ein paar Bälle, damit der Todeshandschuh auch aktiviert wird. Immer alles einsetzen. So funktioniert das am einfachsten. Aber viel Leben hat er dazu bekommen. Weißt du was, wenn man macht, wenn jemand viel Leben hat, dann macht man den ja. Okay. 8% hat er noch. Oh, geil. Jetzt ist er gleich hin. 2%.
Und gewonnen. Das war cool. Was ist denn das, ein Rodeo? Nee. Natürlich kommt der Imperator zurück, weil er in den Nachrichten war. Nicht, weil die Dimensionen zerbrechen, oder? Der Imperator bedroht unser Universum schon immer. Wir müssen ihm den Dimensionator wegnehmen. Warte mal kurz. Vorhang auf für den Bomb. Oh, bitte, hilf mir doch jemand. Es sind so viele Gegner. Hab keine Angst, klein Zirkon. Hat den Bombardieren. Lass mit einem simplen Ziehen deines Feuernabzugs Chaos auf deine Gegner herabbringen. Ja, mega. Der Bombardierer wird sich über das Schlachtfeld erheben und... Okay. Ah, Bombardierer. Ach, kreissäge Ding ist auch so cool. Du ja. Hast die Bowl, Sweetie. Verwöhn dich. Ist immer so schwer, sich zu entscheiden. So, warum hat denn der... Achso, das haben viele. Das ist auch voll hier. Freigeschaltet, Sweetie! So, dass wir nimm Schüsse werfen, Gegner weiter zurück. Ja. Mehr Power ist immer eine gute Sache. Ein Bohrhund, der ist auch gar nicht fortgeschritten. Blitzableiter. Jawohl. Schüsse fliegen weiter, das ist sehr, sehr gut. Kein Rariter! Jedenfalls, der Imperator bedroht unser Universum schon immer. Willkommen. Wir müssen ihm den Dimensionator wegnehmen, bevor uns nichts mehr zum Retten übrig bleibt. Also, wenn das kein perfekter Sprung war, dann weiß ich auch nicht, Freunde. So, als nächstes geht es nach... All die anderen Namen auf der Abschussliste. Artolis oder Sargasso. Ihr müsst Rette Captain finden. Quantum. Er hilft euch, Captain Quantum zu warnen. Haltet den Sohn des Imperators auf. Rivet und Kit müssen dem Mords helfen. Ah. Tja, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich sage vielen lieben, herzlichen, herzzerreißenden Dank dafür, dass ihr zugesehen habt, zugehört habt und hoffentlich auch geliked habt. Also liken, teilen, kommentieren, kostenlos abonnieren. Das wäre wunderbärchen, super heftig, übertrieben. Oh mein Gott, herzzerreißend schön. Mein Name ist Friedo und ich wünsche euch noch einen wunderbaren, tollen Tag. Bis dann.